Gefahrenprognose haben Sie hier nicht mitgeteilt. Ich nicht hier. So, und dann gab es eine Verhandlung und dann haben wir gesagt, okay, zum Alma-Wartenberg-Platz. Ja. Das haben Sie auch abgelehnt und gesagt, gehen Sie, wir haben es wörtlich gesagt, Sie gehen zum Holzenkampf nach Hause. So, und das ist, das haben Sie gesagt, da ist Ihr Zuhause. Das habe ich auf Video dokumentiert, Herr Sobotta. Irgendwie, das können Sie hier jetzt nicht mehr bestreiten. So, und dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das besteht darin, dass der Anmelder und die Veranstalter das Grundrecht haben, zu sagen, wo der Ort ist, wo die Zeit ist und wie die Marschroute ist. Und Sie müssen jetzt hier ein vernünftiges Angebot auf den Tisch legen, weil das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ja auch darin besteht, an den Ort zu gehen und da zu protestieren, wo man sein politisches Anliegen anbringen will. Und das ist das Altonaer Rathaus, weil genau um diese Auseinandersetzung geht es hier. Rücksprache mit dem Polizeiführer. Also der Polizeiführer. Als Alternativangebot. Straße, Born, keine Alternative. Sie haben doch genau verstanden, worum es geht. Es geht darum, in einer Demonstration ein Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen. Und da wird der Anmelder sich nicht damit zufrieden geben, in irgendeiner Altonaer Seitenstraße eine Abschlusskundgebung. Der kommt gleich wieder. Wir vertreten den gerade. Angeboten seitens der Polizei, Straßenbahnkampfweg, Abschlusskundgebung. Das verstößt gegen jedes Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Das wissen Sie auch, das ist, was Sie hier machen, ist absolut inakzeptabel. Danke. Wie erstmal hier stehen, was soll das heißen? Das heißt, ja, genau, wenn ich erstmal hier stationiere, wo ist unser Dialog? Ja, ich werde jetzt meine Ihre Entscheidung für den Und dann? Ich habe Ihnen gerade ein Problem. Das ist aber nicht akzeptabel. Sie lehnen alle Angebote ab. Nein, ja, weil Ihre Angebote wirklich albern sind. Zweimal war es das Gleiche, nämlich durch den Holzenkampf zu gehen von Ihrem. Das geht nicht. Das geht so nicht. Ja, nur eine Frage. Ist Ottensen heute Abend völlig tabu? Ja, oder was heißt genau das? So. Ja. Das ist Ihre Anlage? Weil wir eine entsprechende Gefahrenprognose haben. Das ist doch eine Formel. Ja. Nein, darüber möchte ich jetzt auch nicht diskutieren. Aber das wäre müssen genau Sie aber schon offenlegen. Diskussion. Sie können ja, ja doch nicht irgendwie die Diskussion ablocken. Einfach vernünftigen Kompromiss. Ja, dann versuchen Sie das doch bitte mal. Hier ist wirklich Beweglichkeit da. Aber Ihr Ziel ist offensichtlich, die Demonstration abseits der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Und an einem abgelegenen Ort eine Abschlusskundgebung zu machen. Sie haben doch hier Öffentlichkeit schon. Ja, das haben wir ja. Im Moment, ja. 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 Genau. So. Es gibt aber hier noch mehr interessierte Öffentlichkeit. Und da geht man an kommunikative Orte, die belebt sind und nicht in unbelebte Seitenstraßen. Das ist doch völlig logisch. Ich versuche gerade einen Kompromiss zu finden. Ja, ich werde Ihren Willen jetzt weiterfahren. Moment, doch, ich habe doch. Ja, also deswegen erkläre ich es Ihnen nochmal, damit Sie sozusagen inhaltlich Futter haben. Sie haben ja das erste Mal jetzt erklärt, Orten sind generell gar nicht. Das haben Sie vorher nicht gesagt. Deswegen haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob es einen alternativen Ort gibt in Ottensen, wo man eine größere Öffentlichkeit erreicht. Auf der Basis, wenn wir, sagen wir mal, das würde jetzt akzeptiert werden, muss es aber einen anderen Ort geben, ja, wo man eine größere Öffentlichkeit erreicht. Wo Sie, bitte? Schanzenviertel. Ist Schanzenviertel akzeptabel oder ist da auch eine Gefahrenprognose? Dann gehen wir... Nee, das steht jetzt hier. Genau, das ist, wäre dann Alternative. Wir gehen in Schanzenviertel, Rote Flora. Oder S-Bahnhof Sternschanze. S-Bahnhof Sternschanze. Da ist auch Publikumsverkehr, da sind Cafés, da können wir irgendwelche Leute erreichen. Das ist unser Anliegen, darum geht es. Selbstverständlich. Ja. Werde ich rückkoppeln. Ja. Ja. Okay. Annika. Genau, ich wohne auch zum Jahr seit letztem Jahr bei der Besetzung schon. Ich würde da gerne weiter wohnen wollen und gerne auch auf einem geeigneten Platz und nicht irgendwo im Vorgarten. Ja, wir sind heute Morgen hier auf die Fläche an der Schützenstraße, Leverkusener Straße, draufgefahren mit ungefähr 10 Lastern, einigen von unserem Platz in Somia plus Unterstützerinnen und Freunden. Ja. Und ja, wollten einfach schon mal antesten, wie das ist in Altona. Wir wurden ja hier willkommen geheißen vor ein paar Wochen vom Bezirk. Und ja, dachten, okay, wir nehmen dies willkommen mal wahr und kommen einfach schon mal hierher und schauen mal, wie sich hier leben lässt und ob vor Ort sich vielleicht da irgendwie Verhandlungen führen lassen über eine vernünftige, langfristige Lösung für uns. Ja. Da uns bisher immer nur so ein Übergangsszenario angeboten wurde, was überhaupt nicht tragbar ist.
Das Ganze hat sich jetzt aber ziemlich schnell ins Gegenteil verkehrt, dieser Willkommensgruß, weil uns jetzt gegen Mittag heute dann symbolisiert wurde, dass ja, unter den Bedingungen, wenn wir jetzt schon hier vor Ort sind, gerade keine Gespräche mehr stattfinden. Wir hatten den Bezirk eingeladen herzukommen, gab es aber keine Gesprächsbereitschaft und im Endeffekt wurde uns dann mitgeteilt, dass eben ein Räumungsbescheid läuft. Und ja, es gab jetzt hier die Ansage, dass der Platz entweder geräumt würde oder wir freiwillig hier abziehen. Und ja, nochmal gesagt, dass wir an dieses Gelände, was uns als Interimslösung angeboten wurde, an den Holstenkamm ziehen sollten, um uns dort abzuparken. Insofern erstmal eine Frechheit, dass es jetzt gerade wir hier versuchen wollten, unseren Abzug mit der Anmeldung einer Demonstration zu verknüpfen, wo es nicht darum geht, irgendwelche Fahrzeuge irgendwo abzuparken, sondern darum erstmal eine politische Meinung zu äußern, die ja nicht darin bestehen kann, sich irgendwo neben die Autobahn buxieren zu lassen. Gleichzeitig ist von uns im Voraus schon abgelehnt worden, dieses Grundstück am Holstenkamm überhaupt zu beziehen. Das kam auf in den Verhandlungen mit dem Bezirk Altona zunächst als Angebot für eine Lösung in Altona, die wir dauerhaft bewohnen können sollten. Da waren wir dann kurz nach diesem Angebot mit dem Bezirk vor Ort, wo sich ziemlich schnell für beide Seiten herausgestellt hat, dass es überhaupt gar nicht sein kann, weil es im Prinzip einfach eine Wiese vor einem Pflegeheim ist, wo ja, quasi auf dem Kaffeetisch irgendwie von den Omis irgendwie steht, wo dann irgendwie auch bei, also auch von Bezirksseite ziemlich schnell klar war, okay, es ist keine Alternative. Trotzdem aber irgendwie diese Fläche, wo sie nur im Rennen war, immer noch dabei geblieben wird, dass wir da auf jeden Fall kurzzeitig irgendwie als einen Übergang hin sollten, weil wir sagen, dass wir ganz, ganz, ganz schnell aus dem Bezirk mit raus müssten, wo wir momentan wohnen, was für uns nach wie vor absolut nicht plausibel ist, wozu auf einmal da jetzt eben diese Eile sein soll und diese Pistole auf die Brust, ja, geht jetzt ins Pflegeheim oder lasst euch räumen. Also weil wir stehen da jetzt seit einem Jahr auf einer Fläche, wo wir niemanden stören, die perfekt geeignet ist, wo eigentlich alles gut ist, außer dass irgendwie der politische Wille nicht da ist und eine politische Linie gefahren wird, in der einfach irgendwie anderes Wohnen, anderes Leben irgendwie keinen Platz hat. Für uns ist nicht klar, dass wenn wir schon überhaupt die Bereitschaft zeigen, zu sagen, okay, wenn die Umstände hier so zu sein scheinen, dass es irgendwie nicht möglich ist, dann gehen wir eben in einen anderen Bezirk, ist in Ordnung und lassen uns auf Gespräch ein. Was dann es auf einmal soll, jetzt hier Druck aufzubauen, zu sagen, das muss jetzt aber innerhalb der nächsten paar Tage passiert sein. Denn wir stören dort niemanden, es wäre möglich, da zu bleiben, in Ruhe zu verhandeln und zu gucken, dass man eine langfristige Lösung findet auf einer geeigneten Fläche im Bezirk Altona, mit der alle einverstanden sind. Und wäre das denn hier eine langfristige Lösung hier, oder? Von unserer Seite aus ja. Es ist eine der Flächen, die wir dem Bezirk Altona auch vorgeschlagen hatten und um eine Prüfung gebeten hatten. Da hatten wir drei Flächen, auf die wir Priorität gelegt hatten, angeboten, plus noch einige andere. Und das jetzt eben auf die Schnelle. Das heißt, es war klar, es gäbe bestimmt auch noch mehr. Da hieß es jetzt aber, dass eine Prüfung ja eben mehr Zeit bräuchte und im Moment nicht so richtig laufen könnte, sondern eben erst, wenn wir am Holzenkamm wären und dann in aller Ruhe. Das ist komplett unverständlich für uns. Und warum schaltet der Holzenkamm so stark für euch aus? Da es, wie gesagt, eine Fläche ist, die mitten in einem Pflegeheimkomplex eigentlich drin liegt, und gleichzeitig auf der einen Seite, die momentan unbebaut ist, in kürzester Zeit eine Baustelle einsetzen wird, aufgebaut werden wird und ja, für uns klar ist, also wir würden da irgendwie also im Schachbrettmuster aufgebaut, gerade so irgendwie draufpassen. Das heißt, sie ist zum einen zu klein, zum anderen einfach auch in der Lage komplett ungeeignet. Also weil es ist eigentlich auch nicht meine Vorstellung von dem, was ich, ja, wie ich leben möchte, dass ich irgendwo irgendwelchen Omis ihren ja, letzten Spaziergehfreiraum wegnehme, sondern was wir haben möchten, ist, ja, ist ja auch eine Form von kulturellem Projekt. Wir wollen ja auch nicht nur uns irgendwo abparken, wir wollen auch nicht nur irgendwo wohnen, sondern es ist ein Projekt mit einem Konzept und einem ja, größeren Gedanken dahinter, als einfach sich irgendwo abzuparken. Man kann ja auch gleich in die Sackgasse stellen. Was ist denn der größere Gedanke dahinter? Dass wir es auch in Wilhelmsburg jetzt versucht haben, trotz der
ja, da ja irgendwie schon schwierigen Lage, dass wir irgendwie jeden Monat mehrere kulturelle Veranstaltungen hatten, sowohl Konzerte als auch irgendwie Lesungen, wir haben mit einem Lesemarathon irgendwie dem Hamburger teilgenommen gehabt, einen Solarworkshop zum Beispiel angeboten, oder das war halt so im kleinen Rahmen, was jetzt möglich war, auf eine längere Perspektive mit einem gesicherten Standort wäre eigentlich natürlich auch der Wunsch wirklich, ja, mehr da aufbauen zu können, dass zum Beispiel auch eine Gruppe von außerhalb sich da treffen kann oder irgendwie mal einen Workshop anbieten kann oder mal eine selbsthilfe Fahrradwerkstatt aufbaut oder gibt da irgendwie viele Ansätze aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Was natürlich nicht möglich ist, wenn man immer irgendwo steht, wo nie klar ist, wenn man da wieder weg muss. Ja. Und vor allen Dingen, wo man außenrum Anwohner hat oder Anwohnerin, die man dann stört, wenn man Krach macht oder man Feuer an oder sowas. Genau, ne? Genau. Und das ist halt bisher bei allen Standorten, wenn es gerade so durch die, ja, in der Öffentlichkeit so ein bisschen so versucht wird, so zu vermitteln, dass wir eben halt die störrischen Kinder wären quasi, die jetzt so sich überall so die Rosinen rauspicken wollen und halt nicht verhandlungsbereit sind. Ja, ist aus unserer Sicht ganz klar nicht so, weil zum einen wir eben viele Flächen selber ins Spiel gebracht haben, die aus unserer Sicht möglich wären. Und die Angebote, die bislang von der Stadt kamen, wirklich immer Sachen waren, die ja einfach mit der gesamten Idee des Projekts einfach nicht vereinbar sind. Also es war einmal dann eine Wiese irgendwo am Rande zu Schleswig-Holstein. Also es ist wie wenn ich einen Kinderspielplatz ins Industriegebiet baue oder sowas. Es ist einfach, das passt mir zusammen, genauso wie halt eben ein Wagenplatz im Pflegeheim ja auch irgendwie nicht so richtig hinhauen kann. Und ich jetzt denke, es muss einfach eine Grundlage geben, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Jetzt nochmal zu der Demo, die jetzt hier gleich stattfindet. War das geplant oder wie kam es dazu jetzt? Nein, also unser Plan heute war eben, wie gesagt, eigentlich dieses Gelände hier zu beziehen. Wir hatten auch irgendwie Küche dabei und alles, Feuertonnen, und hatten hier auch einen sehr netten Vormittag mit vielen Unterstützerinnen. Und dann eigentlich nochmal mit dem Bezirk Altona wirklich ins Gespräch zu kommen und nochmal über eine vernünftige Lösung irgendwie zu reden und eben entweder mit dem Ziel direkt hier bleiben zu können oder eben auch eine andere Fläche wirklich ernsthaft angeboten zu bekommen oder eben auch auf unserer Fläche zu bleiben, bis eben ein Gespräch abgeschlossen ist und klar ist, da und da kann es hingehen. Das hat aber leider nicht geklappt oder wurde ziemlich schnell hier boykottiert, indem die Antwort darauf war, dass irgendwann hier eben Polizei und Räumfahrzeuge auffuhren. Und da jetzt nicht unser Interesse ist, uns jetzt hier gerade räumen zu lassen. Das Szenario können wir in Wilhelmsburg früh genug noch spielen. haben wir jetzt eben gesagt, okay, wir werden in der Situation das jetzt nicht drauf anlegen, sondern hier abziehen und eben eine Demonstration anmelden, um uns einfach auch über diese totale Absurdität einfach so öffentlich zu machen, dass erst irgendwo groß auch angekündigt wird, dass man willkommen geheißen wird in einem Bezirk und im Endeffekt, sobald halt eine ernsthafte Option ins Spiel kommen, eigentlich dann doch alles sich ziemlich schnell verdreht und die Antwort ist dann so, dass Willkommen aussieht, dass der Räumpanzer auf einmal vom Gelände steht. Häuser besetzen sowieso! Freiheit, Entstehen, Erschöpfen, Bewegung für mehr Straßenbewegung! Ganz einfach, einfach rübergehen. Sagen Sie diese Durchsage und schützen Sie sich doch gerade. Sprechen Sie doch persönlich an. Also einfach da ein bisschen reingehen, und alles ist gut. Aber wenn Sie mich schubsen. Was wir wollen, ist nicht viel. Wollen wir das Wohnmobil? Lasst das krachen, lasst es greifen. Schreiber in den Rücken fallen. Barule, Barule. Das sind unsere besten Kinder!
Hat er dich eben auf die Straße gestoppt oder was? Mit welcher Begründung? Ja, einfach so, wir sollen hier in die Demo rein und schubst mich rein. Genau der Herr oder der Herr war. Ich bin mal in die Disco gegangen. Hä? Um mich zu beschweren. 1706, okay. Alles klar, danke schön. Das heißt, alles, was ein bisschen was mit Individualität zu tun hat, das wird unterbunden in irgendeiner Form. Mein Gefühl ist, dass man versucht, eine Gesellschaft komplett in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber das hat dann auch was mit Ängsten zu tun. Ne? Klar, sie sind ja auf beiden Seiten da. Das ist ja das Problem. Das ist durch die Spaltung der Gesellschaft auch, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Gegen die Hetze! Gegen die Hetze! Für Frauenhetze! Diese Verleihung für die Gesetzung! Eure Gesetze sowieso! Gegen die Hetze! Für Frauenhetze! Kommune! Kommune! Eine Demonstration für mehr selbstbestimmtes Leben in Hamburg. Für mehr Wagenplätze und konkret für den Wagenplatz Zomia. Er sucht nach einem Jahr immer noch einen Platz, hat eigentlich einen gefunden, aber dort in Wilhelmsburg darf Zomia nicht bleiben. Markus Schreiber, Bezirksamtsleiter Mitte, möchte seit einem Jahr seine persönliche Haltung gegen Wagenplätze durchdrücken. Und es war nicht abzusehen, dass die Bullen uns da räumen wollen und dass wir nicht da bleiben dürfen. Und das ist das Ganze jetzt ziemlich spontan gelaufen. Und trotzdem sind jetzt hier schon deutlich über 300 Leute auf der Straße nach so einer ganz kurzen Mobilisierungszeit. Das ist richtig cool. Also Leute, seid nochmal richtig laut und zeigt den Leuten hier vor Ort, was uns bewegt, warum wir hier sind. So mehr bleibt. Wir fragen uns heute, wie geht es eigentlich morgen weiter? Morgen sind wir immer noch da. Morgen ist Zomia in Wilhelmsburg auf seinem perfekt geeigneten Platz seit einem Jahr. Es gibt keinen Grund, warum wir da weg sollen. Trotzdem läuft morgen ein Ultimatum ab. Markus Schreiber kann morgen sein Gerät in Bewegung setzen und auch den Wagenplatz in Wilhelmsburg räumen. Heute hat sogar Altona sein Gerät in Bewegung gesetzt und die Polizei hergeholt, um uns von der schützenden Straße wegzuräumen. Sogar Altona, das in den letzten Tagen gesagt hat, herzlich willkommen, wir sind daran interessiert, mit euch eine Fläche zu suchen. Wir werden aber in Wilhelmsburg bleiben, das haben wir immer gesagt. Das ist unser Zuhause, das ist unser Lebensmittelpunkt. Wir wohnen in Wilhelmsburg und das ist ein perfekt geeigneter Ort. Und wenn ihr so mit uns umgeht, wenn ihr uns gleich wollt, wenn wir nach Altona kommen, obwohl ihr uns dazu auffordert, wenn ihr uns auf Automaten setzt, seit einem Jahr durch Gremien hetzt, durch die Politik, für mich tausend Ultimaten unter Druck setzt, immer wieder Reibungsandrohung macht, dann bleiben wir da. Wir lassen uns nicht klein kriegen. Zu mir bleibt! Gegen die Gesetze! Für! Wer!
Stand, obwohl wir am Jahr keine Pause im Dienst haben. Scheiße, Öl in den Autos und Dienstwagen. Von den Alten werden Fenster zu Schießscharten. Sicherheit und Überwachung ist kein Vorteil. Die Flur bleibt in Sicherheit ein. In der Gedankenstadt, die Garantion. Bitte verweigert! Königin ins Klo! Heiser besetzen! Sowieso! Protektorat, so mehr bleiben! Und Struggle! Und Fight! So lächeln, so Mörder! Fight, Law and Order! Der Bezirk Altona hat nicht lange gescheit, hat nicht mit uns gesprochen über diese Fläche, sondern hat massiv Polizei aufgefahren und gesagt, wir räumen euch hier weg. Hier wird es keinen neuen Wagenplatz geben. Wo soll Zomia denn hin? Wir sind nicht weg. Ihr könnt uns in Altona räumen und ihr könnt uns in Wilhelmsburg räumen. Aber ihr müsst euch auch danach mit der Wagengruppe Zomia auseinandersetzen. Mit der Wohnform des Wagenlebens in Hamburg. Es sind viele Leute, die seit der Räumung der Wagenplätze in den 2000er Jahren an der Straße stehen, in Hinterhöfen oder im Umland. Jetzt ist es soweit. Wir brauchen mindestens einen neuen Wagenplatz. Wir haben uns heute verdoppelt. Zomia in Altona und in Wilhelmsburg. Wir fordern die sofortige Rücknahme von sämtlichen Räumungsanordnungen, von sämtlichen sinnlosen, blöden Räumungsanordnungen. Schön, dass ihr heute alle da wart. Kommt gerne wieder, kommt gut nach Hause. Zomia bleibt. Diese Demonstration ist hiermit beendet.